Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Revelation Online. Ich bin euer Sankura alias Ramon und heute unterhalten wir uns mal über die nicht so angenehmen Themen, was dieser Free-to-Play-Titel so mit sich bringt, nämlich über die Schattenseiten. Und zumal in diesem Infovideo unterhalten wir uns über meine Zukunft in Revelation Online. Denn es hat sich sehr vieles verändert, denn immer mehr Mitstreiter, in dem Sinne meine Mitstreiter, hören nämlich mit dem Spiel auf. Und wiederum auch viele andere Leute, Abonnenten, Freunde, mit denen man so zu tun gehabt hat. Und dafür gibt es natürlich auch mehrere Ursachen, in dem sind auch Gründe, die ich hier zum Teil ansprechen werde. Ich will euch das Spiel nicht mies reden, ich finde immer noch, es ist ein wunderschönes Spiel, aber fangen wir erstmal ganz klein an. Das erste Thema, worüber ich mich unterhalten möchte, wäre das Best-in-Slot-Gear. Und darum geht es nämlich zu guter Letzt. Best-in-Slot. Wenn ihr dieses Gear habt, müsst ihr euch nicht mehr verbessern, bis es ein Content-Update gibt oder ein Content-Patch. Ja, darum geht es um Best-in-Slot. Es gibt mehrere Wege, um an gutes Equip dran zu kommen, aber das Endgame und somit das Ziel wäre das Handmade-Equip. Ich weiß, ich wollte darüber ein separates Video machen, ich hatte es schon mal im Stream vorgestellt, ne, diese besondere Questreihe. Denn nur dieses kann mit Glück die besten und stärksten Werte erreichen. Denn mit der Erfüllung einer wöchentlichen Aufgabe gelangt man an Pläne, sogenannte Blueprints. Ja, um diese herzustellen. Und deswegen stehe ich auch direkt schon bei dem NPC, denn mit diesem NPC kann man unter zugefügten mehreren Komponenten, die man selbst im Spiel nämlich dann auch in dem Sinne erlangen kann, um direkt mal hier auf unsere Waffe zu gehen, Normal Crafting erstmal. So geht es nämlich darum, dass man sich hier jeglichen gewünschten Gegenstand herstellen kann. Das Best-in-Slot-Gear verhält sich natürlich wiederum anhand einer Liste anders. Es hat etwas mit PvP zu tun, wiederum mit anderen Sachen. Aber unter den ganzen Kategorien ist das Handmade-Equip im High-End-Bereich das Best-in-Slot-Gear. Warum das Ganze? Denn, und jetzt, ne, aber, und jetzt kommt das Aber. Geht es nämlich darum, dass man nur mit den hinzugefügten Glass-Firestones, das wären bei Exquisite Crafting, diese netten Steinchen hier, hat man eine erhöhte Chance auf bessere Werte. Um euch das Ganze natürlich zu erklären, wir gehen mal eben kurz in einen kleineren Gearstand. Man hat drei Möglichkeiten, nur mal sein Handmade-Equip zu craften. Wie ihr seht, hier haben wir keinen Bonus drauf. Im Fine-Crafting schon einen höheren Bonus. Wiederum Exquisite-Crafting wäre der stärkste Perk, wo wir die Minimalwerte so hoch vorantreiben, dass wir hier relativ starke Chancen haben, was natürlich alles random-basierend ist und sehr viel Glück benötigt, um hier natürlich einen starken Gegenstand zu haben, der besser ist als das von Demon Slayer-Material hergestellte Schmiedeklamotte. Ja, und deswegen braucht man hier die Glasfirestones. Nun gut, jetzt geht es natürlich noch um einen weiteren Punkt, denn sollte bei der Herstellung der Gegenstand, den man sich herstellt, in unserem Fall die Waffe, nämlich Brocken oder anders ausgedrückt, manche sagen Kritten dazu, erhält man mit viel Glück und den richtigen Werten das beste Equip im Spiel. Um euch das natürlich zu sagen, wegen den Werten, hier werden die Random-Werte dazugefügt. Das kann sehr müllig sein, das heißt, man braucht nicht nur den Proc im Allgemeinen, der relativ selten ist, je nachdem, wie hoch man in den Berufen selbst ist und mit anderen Faktoren. So geht es darum, dass auch der Gegenstand, jetzt in unserem Fall die Waffe, die richtigen Werte braucht, um sehr stark zu sein zu können. Und die blauen Werte kann man nicht umändern. Also gibt es zwei Möglichkeiten, um an den Glass-Firestone ranzukommen. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, im Großen und Ganzen, um an alles ranzukommen, aber die erste Möglichkeit wäre das Auktionshaus. Ja, dort verkaufen nämlich die Spieler die aus dem Cash-Shop erworbenen Steine weiter, natürlich für saftige Preise. Um das mal eben euch kurz zu scheigen, so, Glasfire müsste reichen, seht ihr nämlich, dass ein Stein um die 39.000 ja, Imperial Coins kostet. Wenn man jetzt überlegt, auf einen 79er Gearstand, natürlich verdient man weiter fleißig Geld, braucht man wiederum 60 Stück für einen Gegenstand. Jetzt nur für die Waffe. Und das ist schon ein dicker Preis. Ja? Das ist ein dicker Preis. Alleine 10 Stück für, ich sag mal, an die knapp aufgerundet, wenn man so sagen möchte, 400.000 Imperial Coins, wiederum das mal 6, dann oh, da braucht man schon ein bisschen Kohle. Ne? Da braucht man ein bisschen Kohle. Ich meine, ich spiele relativ gut und zügig und mache auch mein Geld, wenn es geht, aber dagegen sehen meine 771.000 Imperial Coins ziemlich madig aus. Nun gut, wie kommt man sonst daran? Die zweite Möglichkeit wäre natürlich selbst durch den Cash Shop. Ne? Ich meine, wir haben den Cash Shop, ihr seht, ich habe auch mir mal den einen oder anderen Stein gekauft, so ist es nicht, aber
nicht nur, weil man Aurum aufladen kann, man kann auch wiederum sein Geld dafür einsetzen, je nachdem, was der für einen Kurs gerade hat. So könnte ich meine 771.000 Imperial Coins einsetzen, um 1.000 Aurum zu kaufen. Aber das hat alles damit zu tun, dass es Zeit kostet. Eigenständige Zeit, Geld zu organisieren. Und darum geht es zu guter Letzt. Denn selbst die Glasfirestones sind im Shop jetzt nicht so teuer mit 48 Punkten. Und wenn man sich direkt das 11er-Paket holt, ne, 480 Punkten, dann wisst ihr halt, mit all meinem Geld, was ich jetzt zurzeit besitze, kann ich mir um die 22 Stück dann holen. Na, circa, Pi mal Auge. So ist es nämlich dann auch zu guter Letzt, warum es eigentlich das Best in Slot Gear ist. Ich hole mal eben meine Waffe raus, um euch das zu verdeutlichen. So geht es nämlich darum, dass es unter anderem sein kann, dass hier mehrere besondere Effekte passieren. Versteckte Werte, dieses, jenes, alles kann dazukommen, wenn es prockt. Als Beispiel, meine Waffe ist Level 59. Geht hier weiter nach rechts, seht ihr, dass mein Tierlevel in der orangenen Schrift Level 11 ist. Da drüber seht ihr zum Beispiel mehrere Balken. Diese Balken sind das Awakening, da ich meine Waffe aufbreche, weil jedes Equip, was wir tragen, können wir ja aufleveln. Ihr seht die Balken, grün, blau, violett und gold. Das sind die maximalen 4 Balken, die ich in dem Sinne zur Verfügung gestellt bekomme. So kann es sein, wenn jetzt in unserem Fall eine Handmade-equippte Waffe, die wir uns craften lassen, crittet, könnte dann 5. Balken entstehen. Im Großen und Ganzen ist es ein Level-System für die Gegenstände, die wir tragen an unserem Equip selbst. Es geht nämlich darum, dass jede Stufe, jede Farbe uns 5%, wie ihr seht, ich habe aktuell 20%, auf jedes unserer Attribute bekomme, was wir auf unserem Equip dann wiederfinden. Das heißt, habe ich einen 5. Balken, komme ich nicht nur mit 4 Balken auf 20%, weil ein Balken 5, so habe ich mit 5 Balken 25%. Und daher einfach ganz klar, best in slot. Ja, um sich wirklich zu maximieren, um das beste Equip unter anderem tragen zu können, best in slot heißt Handmade Equip. Ja, und das ist einfach die Besonderheit daran. Nun gut, das war das erste Thema. Das zweite Thema wäre dann in dem Sinne das Aufwerten und somit das Verzaubern der Rüstung und der Waffen, denn die Accessoires sind nicht davon betroffen. Das heißt, wir gehen mal eben kurz rüber zu unserer netten Verzauberungsmeisterin. Also geht es darum, je nach Gearstand, das ist nämlich abhängig des Equips, kann man nämlich durch Einsetzen unterschiedlicher Steine sich stetig verbessern. Und somit ist auch hier das Ziel und das Endgame dann auf Stufe 79, was ja auch irgendwann jetzt kommen wird, dass wir unsere Rüstung und unsere Waffen, Mainhand wie Offhand, auf plus 16 verzaubern lassen, damit wir wirklich das Maximum erreichen. Es ist halt nun mal Endgame. Das ist unser Ziel, das Ziel, was jeder je nachdem bestreben möchte, ich für meinen Teil schon. Aber jetzt kommen natürlich die Probleme. Denn das fängt alles ganz klein an mit Anfängersteinen, wie ihr seht. Diese Steine kann man hier öfter einsetzen, um eine erhöhte Chance zu bekommen, dass man hier die maximale Verzauberung bekommt. Das kann man auch so lange weitermachen, wie man möchte. Ab Level 5 bis Level 8 braucht man schon die nächste Stufe an Steinen, wo man wiederum schwieriger drankommt. Und auch hier kann man mehrere Steine investieren, immer 8. Und so geht es nämlich ab Level 9 bis Level 12 so, dass wir hier einen besonderen roten Stein brauchen. Und dieser besondere rote Stein hat auch etwas mit dem Red Ticket zu tun. Und wie kommt man jetzt an den Stein? Dazu will ich mir eben kurz meine Flügelchen öffnen und fliege zum Augusti-Händler. Ich bin ja gerade zurzeit in Sulan. Es geht nicht darum, wo der ist, sondern einfach nur beim Thema zu bleiben. Bei diesem netten Händler kann ich nämlich gegen meine besonderen Bronze-Shards einmal die Woche ein Red Ticket mir leisten. Einmal die Woche ein rotes Ticket, ein roter Stein. Nicht nur, dass ich halt nur mal die Level 5 bis Level 8er Steine brauche, was ich in Kombination mit dem Red Ticket zum roten Stein machen kann, so geht es auch darum, dass es hier limitiert ist. Und das ist auch wiederum ein ganz dickes Manko hier an dieser Stelle. Aber es gibt auch andere Wege, um an so ein Red Ticket ranzukommen. Aber wir merken uns einfach mal, ein roter Stein jede Woche. Ja, zu 100% haben wir den Safe. So kann man an Events teilnehmen, was wiederum halt nun mal zu guter Letzt glücksabhängig ist, wie am Wochenende mit den Glückseiern, was auch wiederum auch sehr viel Zeit kostet, Zeitaufwand, den man investieren muss, damit man dann auch, ja, in dem Sinne genug Tickets bekommt. Und jetzt natürlich ganz klar, ist es halt wieder Cash-Shop und Auktionshaus. Denn die Leute verkaufen diese Tickets. Und auch wiederum für saftige Preise, je nachdem. Deswegen lasst uns mal gucken, ob wir Red Tickets finden. Und ich denke mal, wir werden diese finden. Ihr seht das nämlich.
Die netten Leute, die halt nun mal cashen, kaufen sich die Tickets und setzen die wiederum ins Auktionshaus, um natürlich Geld damit zu verdienen. Und genauso wie mit den Glass Firestones, so kostet uns ein rotes Ticket nun mal 30.000. Ne? Gibt natürlich mehrere Werte. Ich meine, 19.000 wäre hier das günstigste, nicht 30.000. Und so geht es einfach darum, dass man diese Red Tickets braucht. Die sind begehrt. Und man braucht für eine gute Verzauberung, für eine gute Chance, 8 Tickets für 8 rote Steine. Und so geht es Stück für Stück weiter. Das nur mit den roten Tickets. Es geht das natürlich noch viel krasser weiter. Ja, um es euch einfach nochmal zu zeigen, meine Waffe ist plus 10, das ist das Maximum. Je höher wir im Tierstand kommen, desto höher können wir diese verzaubern. Die neuen Level 69er Waffe meine ich bis plus 12. Und dann geht es los. Ab 13 bis 16 gibt es das Azur-Ticket. Ein blaues Ticket für einen blauen Kristall. Und hier kommen wir zum großen Problem. Das Azur-Ticket ist zurzeit, meine ich, sogar ausverkauft. Lass mal eben gucken, ob wir eins finden. Nee, es ist ausverkauft. Also es geht weg wie warme Semmel und es ist zurzeit so gut wie es geht unbezahlbar. Das Problem mit dem Azur-Ticket, ich kann es euch hier eben zeigen, ist nämlich das Problem, auch wenn jetzt niemand Englisch kann. Wir brauchen das Azur-Ticket und wiederum 3 rote Steine. Ja, 3 Wochen, 100%iger Stein, also in dem Sinne 3 Wochen, 3 rote Steine zu 100%. Wiederum mit dem Azur-Ticket dürfen wir uns einen Azur-Stein basteln, den wir benutzen können. Und wer sich das jetzt hochrechnen möchte, 3 Wochen mal in dem Sinne 8 Wochen, um dann diese 8 blauen Steine zu haben, der weiß dann ungefähr, wie lange es dauert, um halt nur aus eigenständiger Kraft da dran zu kommen. Und wie ihr seht, die Azur-Tickets kosten kaum irgendetwas natürlich im Echtgeld da. Und jetzt kommt hier aber wiederum der Knackpunkt, den ich jetzt uncool finde. Es gibt aktuell keinen Händler, der noch nicht mal wöchentlich uns ein Azur-Ticket verkauft an dieser Stelle. Ich habe mich selbst nochmal darüber erkundigt und es gibt mehrere Foreneinträge, dass man hier das Azur-Ticket, wenn man es sich schon holen möchte, vorkaufen kann. Oder wiederum, wenn es welche gibt im Auktionshaus, dass man diese sich auch dann ranholt. Aber es gibt keinen Händler, der gegen irgendeine besondere Währung euch ein Azur-Ticket verkauft. Das heißt, entweder ihr tauscht wiederum hier wieder eure Coins gegen Aurum oder ladet Aurum auf, also in dem Sinne für Cash-Shop, Echtgeld. Ja, und das war's. Oder ihr habt Glück in Events. Bloß das Event mit Glück, das ist immer so eine Sache für sich mit der Drop-Chance. Und so ist es halt nun mal einfach, dass hier nicht nur saftige Preise letztendlich davon abhängen, sondern es geht einfach darum, dass der Zeitaufwand hier relativ hoch ist, aus eigenständiger Kraft nun mal daran zu kommen. Ja, ich meine, 3 rote Steine mit einem Azur-Ticket, wiederum für einen blauen Stein, das wird halt richtig anstrengend im Endgame. Ich meine, es ist im MMO, wir haben genug Zeit, aber vielleicht auch je nachdem nicht. Und damit kommen wir direkt zum nächsten Thema. Es geht um das PvP und zwar im Großen und Ganzen durch das Einsetzen von sogenannten Edelsteinen. Ja, die man in die Rüstung verschmelzen lassen kann, um es nochmal hier direkt mit der Waffe dann zu guter Letzt zu zeigen, um sich zu verbessern im PvE-Bereich und im PvP-Bereich. Und das ist ein Punkt, den haben sich mehrere Leute gewünscht an dieser Stelle, dass ich mich darüber nur mal unterhalte. Denn man muss dazu sagen, die PvP-Steine und PvE-Steine unterstützen euch offensiv wie defensiv. Ihr teilt mehr aus, ihr haltet mehr aus, je nachdem, welche Stufe ihr einen Edelstein besitzt. In meinem Fall sind es relativ mittelmäßige Steine. Ne? Ich meine, Level-3-Stein ist nicht verkehrt. PvP, PvE. Aber ich habe auch viele, viele andere Steine, die nicht so stark sind. Noch Level-2-Steine unter anderem drinne. Und so kann man, um es auf den Punkt zu bringen, deswegen haben sich sehr viele Leute darüber aufgeregt, nämlich in Game Shop, also in dem Sinne im Cash Shop, sich diese Karten hier kaufen. Die sind ja zurzeit limitiert und zwar täglich auf 8. Nimmt man diese Kartenfragmente, bekommt man nämlich eine Schatzkarte. Und da kommt es nämlich zum Problem, denn durch den Kauf von den Schatzkarten aus dem Cash Shop kann man ohne großen Zeitaufwand und mit Glück die besten Steine bekommen. Das heißt, wer hier Geld investiert, hat die Möglichkeit, unabhängig von wichtigen anderen Materialien, richtig super gute High-End-Steine zu bekommen. Die man nicht nur verkaufen kann, wenn sie nicht gebunden sind, aber die man selbst nutzen kann, um einfach unsterblich und wie eine, ja, wie so eine Glaskanone alles one-hitten zu können im PvP. Je nachdem, auf wen ihr trefft. Und jetzt kann man natürlich auch hier sagen,
Über PvE lässt sich da streiten, weil wir kämpfen Seite an Seite gegen irgendwelche komischen Monster in irgendwelchen Raid-Instanzen oder irgendwas anderes. Aber im PvP, Spieler gegen Spieler, und damit haben die Battlegrounds zu tun, die ganzen Territoriumkämpfe mit den Gildenkämpfen, die Arena hat damit zu tun. Ja, das fällt genau hier ins Gewicht und das ist unbalanciert, meiner Meinung nach. Weil hier geht es einfach darum, dass es in demzufolge damit zu tun hat, dass man gerade im PvP-Bereich sich hier einen deutlichen Vorteil erkaufen kann. Es ist hier nicht Pay to Progress, es ist hier Pay to Win. Und darum geht es halt. Es gibt mehrere verschiedene Meinungen und Varianten, aber hier kauft man sich die besten Steine, unabhängig dafür, dass man irgendetwas getan hat. Denn der normale Weg, an die guten Steine dran zu kommen, wäre im PvE-Bereich den Demon Slayer-Rang hochzuleveln. Im PvP dasselbe. Spielt man viel PvP, viele Army-Coins, Punkte sparen, Stück für Stück sich verbessern. Und durch diese Schatzkarten, mit etwas Glück, ja, es können ja immer was anderes drin sein, haben die Leute wie verrückt sich so etwas gekauft. Und die Leute, die jetzt aktiv im PvP unterwegs sind, der meinen letzten Stream gesehen hat, gegen diese Leute habe ich gespielt. Und ich habe hoffnungslos mit meinem Noob-Gear absolut total verloren. Und das bringt es genau auf den Punkt. Es ist, deswegen haben viele, viele Leute aufgehört und ihr wolltet es auch gerne, dass ich darüber spreche. Und ich kann euch klipp und klar verstehen. Selbst ich ziehe mich immer mehr aus dem PvP zurück, weil ich einfach keine Chance habe gegen Leute, die maximal gecasht haben, maximales Equip haben. Die hauen mich, egal wo ich bin, einfach nieder. Ne, ein voll equippter Spieler, und das muss man an dieser Stelle hier auch nochmal sagen, in Revelation Online ist es so im Spiel selbst, dass es darauf ausgelegt ist, dass es hier nicht unbedingt um Skill geht, sondern um Equip. Besseres Equip gleich Sieg. Und darauf ist das Spiel ausgelegt. Es ist nicht im Verhältnis zu Blade & Soul so, dass man jetzt sagt, wir gehen zusammen in eine Arena und jede Klasse hat dasselbe Gear und der besser seine Klasse spielen kann, gewinnt. Nein, hier geht es um das Equip. Und wenn man sich solche Zusätze dann dazu kauft, dann ist man sehr schnell frustriert, gerade was den PvP-Content angeht. Es ist in dem Sinne nicht die Überzahl, aber durchaus in den Gildenkämpfen sieht man das sehr gerne in wiederum anderen Streams, die Leute, die sehr gut gecasht haben. Da reicht es, dass eine 10-Mann-Gruppe, die voll equipped ist, über selbst eine 50er-Mann-Gruppe drüber fegt. Weil es einfach unnormal ist, wie viel die selbst aushalten und wiederum wie viel Damage sie austeilen, wenn sie gut koordiniert miteinander spielen können. Also gibt es auch eine Menge Videos. Ja, und so ist es halt nun mal einfach, ne? Das heißt, wenn ich einen Double hätte, in dem Sinne einen zweiten Sankura, der denselben Skill hat wie ich, aber er hat das bessere Equip oder die besseren PvP-Steine drin, habe ich keine Chance. Da sehe ich einfach alt gegen aus. Und das ist, finde ich, das ist etwas aus dem Ungleichgewicht geraten. Ja? Wir brauchen natürlich unsere Zeit, um besser, immer besser zu werden, in dem Rang aufzuleveln, an die Steine dran zu kommen. Es ist ein Zeitaufwand. Immer Zeit, Zeit, Zeit. Und so kann man sich ruckizucki ohne Probleme alles dazu kaufen. Ohne sich für irgendwas zu qualifizieren. Aber um das Ganze natürlich dann auch zusammenzufassen, wer bereit ist, genügend Geld zu investieren in Revelation Online, der muss sich nicht mit dem Content auseinandersetzen. Kein Ruf farmen, kein Demon Slayer Rang farmen, kein PvP Rang farmen, natürlich Stück für Stück, aber er muss es nicht tun. Wenn er PvP Gear haben will, dann muss man sich durchaus damit auseinandersetzen, aber man kann so gut wie es geht alles halt nur mal über den Shop erwerben. Und gerade extrem gute Gegenstände, je nachdem, was Sache ist. Und so verhält es sich natürlich auch letztendlich darum, dass es natürlich darum geht, dass man hier auch nicht diese Stufenabschnitte in dem Sinne wartet, wie wir es gemacht haben. 49 Gold-Equip ranholen, 59 Gold-Equip ranholen, 69 und immer so weiter. Die Leute, die sehr viel Geld investieren möchten und bereit dafür sind, die können hier von 0 auf 100 hochleveln. Wiederum sich immer das Handmade-Equip bauen, alle besonderen Steine kaufen, dieses, jenes. Und ihr seid sofort im Endgame. Ja, mit anderen Worten, ihr müsst euch nicht mit dem Content auseinandersetzen. Das heißt, keine Raids, es spielt keine Rolle, ob ihr nach Grand Bulwark mit 10 Mann reinläuft, in welchen Sternemodus, um euch halt nun mal die Demon Slayer-Punkte zu holen oder in dem Sinne das Material, damit ihr euer Gold-Equip halt nun mal herstellen möchtet. Habt ihr alles nicht nötig. Könnt ihr alles alleine machen, wie ihr möchtet. Ja, und das ist halt einfach so ein Ding, darüber sollte man mal gesprochen haben. Ja, also wie gesagt, das Equip-Farmen oder Ruf-Farmen oder sonstige Zeit, die ihr in das Spiel investieren müsst, ihr habt es nicht nötig. Und so kann man nämlich sehr schnell und ohne Probleme hochleveln und am Endgame teilnehmen.
Nun gut, jetzt haben wir natürlich in vielerlei Hinsicht jetzt lange Minuten darüber geredet und vieles auch schlecht geredet. Jetzt muss ich natürlich ein paar Leute auch in Schutz nehmen. Wiederum natürlich geht es hier um die Spielemacher sowie die Publisher. Denn Revelation Online ist in meinen Augen immer noch ein unglaublich schönes Spiel, was sehr schön komplex ist, wo man sich in Ruhe mal auseinandersetzen müsste, wie man seine Klasse spielen kann und so weiter und so fort. Deswegen ist mir durchaus bewusst, dass Spielemacher sowie Publisher Geld verdienen müssen. Ne? Da ich selbst aber Geld investiert habe, an dieser Stelle mal eben kurz zu bemerken, ist es halt nun mal so, dass ich nicht ohne das Geld aus Sankura machen konnte. Und da ich halt nun mal dieses Spiel sehr gerne mag, habe ich mir auch das Deluxe, Gründerpaket geholt. Ja, also ich habe das hier freiwillig investiert, weil die Spiele leben davon. Es ist ein Free-to-Play-Titel und letztendlich geht es ja auch darum, dass halt nun mal das Spiel am Leben bleibt. Und deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte halt nun mal Spiele unterstützen, die man lieb gewonnen hat an dieser Stelle. Ich will jetzt nicht darüber halt nun mal haten. Ne, darum geht es mir hier in diesem Video auf keinen Fall. Aber, wiederum, jetzt kommt wieder das Aber, die Relation zwischen dem Einkauf aus dem Cash-Shop zur Eigenleistung im Spiel steht in keinem Verhältnis, meiner Meinung nach. Es kann einfach halt nun mal nicht sein, dass ich so einen riesigen Zeitaufwand investieren muss, um gegen Leute anzukommen, die halt nun mal Geld investieren. Das heißt also im Großen und Ganzen, wenn ich nicht weiterhin bereit dafür bin, weiter Geld zu investieren, laufe ich frustriert ein halbes Jahr oder sogar vielleicht bis zum Jahr, je nachdem, denen hinterher, die sich bereits alles gekauft haben. Und davon gibt es genug Leute und genug Leute bei uns in der Gilde. Das heißt, Spielerfolg heißt letzten Endes, ich werde quasi gesehen dazu inspiriert, dass ich cashe, was ich auch schon bereits getan habe. Und so ist es halt nun mal einfach infolgedessen auch, weil ich weitergedacht habe, gibt es vielleicht in diesem Zeitraum, halbes Jahr bis zum Jahr, ein Content-Update, ein Add-on, eine Content-Erweiterung und alles geht wieder von vorne los. Das heißt, alle Leute, die hier fleißig Geld investieren, haben sofort alles und können in Ruhe alles ansparen, werden die Multimillionäre und ich versuche Stück für Stück hinterherzukommen. Ja, und das ist halt nun mal etwas, was halt wie so ein Rattenschwanz ist. Es geht immer wieder von vorne los. Es ist nun mal ein MMO, die Geschichte hört nie auf. Es geht halt nur mal darum, die Leute über einen längeren Zeitraum zu begeistern. Aber manche Sachen, wie gesagt, sind einfach Schattensachen. Und der Cash-Shop ist unter anderem eine Sache davon in meinen Augen. Deswegen Pay-to-Progress will ich es nicht nennen. Es ist für mich in vielerlei Hinsicht einfach Pay-to-Win. Und jeder möchte halt nur mal Spaß am Spiel haben. Und über manche Sachen kriegt man so krass einen Frust, wo man dann nur denkt, ja toll, danke. Deswegen, zu guter Letzt, hätte ich es mir gewünscht, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte in Revelation Online, die nicht einfach mit dem Cash-Shop gelöst werden könnten. So, dass man sich halt etwas erarbeiten kann, in jeglicher Hinsicht. Und nicht einfach cashe und du hast dann High-End-Gear, so nach dem Motto. Na gut, jetzt haben wir uns schon über so viele Themen unterhalten. Ein Thema habe ich natürlich auch nicht ausgelassen, weil ich es euch gewünscht habe. Es geht um den Support. Wiederum gibt es hier Pro und Contra. Das Spiel ist relativ neu. Es ist ein russischer Publisher, der das Ganze in NA und in die EU vertritt. Und wiederum denke ich, dass die nicht genug Manpower besitzen, um die ganzen Tickets zu bearbeiten. Natürlich ist es wieder Ansichtssache und Meinungssache. Ich will mich darüber ehrlich gesagt gar nicht so deutlich äußern. Bloß finde ich, nur finde ich, dass gerade in unserem Fall mehrere Leute gehackt worden sind. Und das große Problem an dieser ganzen Sache ist halt nun mal, dass die jetzt schon seit über einem Monat warten, dass ihre Tickets bearbeitet werden. Und ich meine, in einem Monat bei so vielen Tickets, und wiederum gerade bei einem wichtigen Grund, wenn man gehackt wird, wenn alle Aurum weg sind, das ganze Geld weg ist, das Inventar weg ist, nur noch die Rüstung übrig bleibt, weil sie es relativ schnell machen, um halt nun mal zu guter Letzt an die Kohle dran zu kommen, dann ist das irgendwie ein bisschen mies, ne? Weil man verdirbt den Leuten natürlich den Spielspaß und letztendlich fühlt man sich alleingelassen auf Seiten des Supports dann. Also in dem Sinne Spieler zu Support. Ne, man hat ein Riesenproblem, man möchte das gerne bearbeiten und so kriege ich es von mehreren Seiten mit. Ihr habt mir selbst darüber Nachrichten geschrieben. Es ist auch wirklich so. Und viele Leute kriegen keine Antworten aufgrund dessen, weil sie halt nun mal gehackt worden sind.
Zumal sie wollen immer Screenshots haben, was hat es denn alles gehabt, dieses, jenes, wer macht das denn schon? Es muss doch eine Absicherung sein im Game, dass man alles wiederbekommt, was man so dabei gehabt hat. Es gibt doch Logs in einem MMO, wo man nachvollziehen kann, ab welchem Datum man nun mal alles verloren hat. Oder an wen das Geld weitergeschickt worden ist. Und. Ja, es ist auf jeden Fall eigentlich schade zu sehen. Das ist ein Grund, warum auch mehrere Leute wiederum hier aufgehört haben. Jetzt haben wir uns über viele Sachen unterhalten, wie gesagt, und das große Problem ist halt nun mal einfach, um es hier nochmal zu guter Letzt anzusprechen, mehrere Leute, gerade aus meiner Mitstreiterschaft, hören halt nun mal unter anderem aus diesen Gründen auf und natürlich wird der in dem Sinne der Himmel immer dunkler und man zermürbt sich darüber, wie es halt nun mal weitergeht. Und wir werden sehen, was aus Revelation Online wird und wiederum dann, wie es weitergeht. Deswegen wünsche ich euch nach wie vor immer noch einen angenehmen und wunderschönen und entspannten Tag in Revelation Online und bis zum nächsten Mal, euer Sankura.